Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen und zum Multithreading. Heute geht es nochmal eben um Multithreading und wir wollen uns heute jetzt wieder mit dem Print beschäftigen. Wir hatten gesehen, okay, wir könnten das Ganze jetzt in eine Liste reinschreiben und die Liste dann ausgeben. Das ist aber ziemlich umständlich und irgendwie auch nicht wirklich cool. Aber das ist eine atomare Operation, das heißt, die wird nicht unterbrochen. Jetzt wollen wir das Ganze aber trotzdem hier irgendwie printen und nicht erst zurückgeben und dann ausgeben. Da könnten wir es ja gleich hier draußen berechnen. Klar, nicht in jedem Fall. Aber es gibt Operationen, die sind vielleicht einfach sinnvoll in einem Thread, aber müssen trotzdem gesperrt werden. Und dazu gibt es sogenannte Locks, beziehungsweise die das Synchronized Schlüsselwort. Wir werden mit Synchronized anfangen, weil es irgendwie ein bisschen intuitiver ist und sehr, sehr viel einfacher, vor allem nach dem, was ich euch letztes Mal erzählt habe. Das heißt, wir schreiben hier jetzt einfach mal ein Synchronized Function. Das geht auch für Methoden, also alles kein Problem. Void Print Save. So, und wir wollen jetzt hier ein Int erstmal printen, deswegen nehmen wir nur die Variante mit dem Int. Und jetzt sagen wir hier drin, okay, wir wollen das ganze Ding ausgeben, also print von i. Und hier oben sagen wir einfach nur noch, wir wollen das ganze Ding save ausgeben, also print save von i. So, und dieses Synchronized macht das Ganze, was jetzt in dieser Methode drin steht, für uns Synchronized. Das heißt, alles, was hier drin steht, ist Synchronized. Das bedeutet, es ist thread-safe, also es kann nicht unterbrochen werden. Sprich, der komplette Print-Aufruf wird ausgegeben. Und ich habe überhaupt keine Probleme mehr, dass irgendwie sowas passiert, also dass meine Ausgabe 0,0, dann erst das Enter, dann 1, dann vielleicht 1,2 oder sowas ist. Das passiert jetzt nicht mehr, sondern es wird auf jeden Fall 0 ausgegeben und danach eine andere Zahl, also 0,0, 1,1,2 zum Beispiel. Wir wissen aber immer noch nicht, in welcher Reihenfolge. Also es kann auch immer noch sein, dass es 0,1, 0,1,2 oder sowas ist. All das ist natürlich möglich. So, das ist erstmal synchronized. Die andere Variante, also das wäre zum Beispiel die Java-Art, wie man thread-safe irgendwas machen kann. Finde ich sehr bequem, muss ich sagen. Python ist da nicht so deluxe, aber Locks sind tatsächlich die häufigere Variante, wie man irgendwas machen kann. So, und was wir jetzt hier machen ist, wir holen uns irgendwo ein Lock. Das heißt, wir erstellen uns ein Lock. L ist gleich New Lock nach unserer Schreibweise, weil ich die beibehalten möchte. Wir wollen ja hier Programmiersprachen unabhängig sein. Und das ist tatsächlich auch schon in den meisten Sprachen irgendwie mitgeliefert, weil man das nicht wirklich selber implementieren kann. Dazu muss die Sprache wirklich eine Unterstützung liefern für dieses thread-safe. Und das passt, also selbst wenn ihr das irgendwie schreiben würdet, sagen wir mal, wir haben hier ein int i gleich 0. Im Endeffekt macht es genau das, aber es macht es noch ein bisschen cooler. Und dann sagen wir hier, okay, solange mein i ungleich 0 ist, solange warte ich hier und ansonsten erhöhe ich mein i und dann mache ich meine Aufgabe. Ihr seht, was das tut, ist im Endeffekt, es liest erstmal die Zahl i aus und überprüft, ob gerade das Lock frei ist. Wir definieren frei als 0, das heißt, wenn wir hier eine 0 haben, dann hat gerade niemand das Lock, das heißt, wir können es jetzt benutzen. Und wenn jemand das Lock hat, dann warten wir einfach, bis das Lock wieder frei wird, sprich, bis es wieder gleich 0 ist. Wir machen einfach nichts hier drin. Und wenn man fertig ist, also das heißt, hier erhöht man dann, das heißt, man benutzt das Lock. Jetzt sehen wir hier, okay, i ist offensichtlich gleich 1, also i gleich gleich 1. Und wenn wir fertig sind mit dem kritischen Teil, das heißt, fertig mit dem Printen zum Beispiel, dann erniedrigen wir hier wieder das Log um 1. Sprich, wenn es vorher 1 war, ist es jetzt wieder 0. Das Problem, was wir bei der Schreibweise haben, wenn wir es selber schreiben, ist, dass das Ding nicht unbedingt thread-safe ist. Wir sehen hier, wir können zum Beispiel hier unterbrochen werden. Und das ist die einzige kritische Stelle. Das heißt, wenn wir Pech haben, in Anführungsstrichen, dann schmiert uns unser Programm ab, weil hier eben gerade ein anderer Thread einspringt und der Thread hier pausiert wird. Das heißt, wenn wir hier eine Pause reinbekommen, dann sind wir durch sozusagen und dann springt der andere Thread hier auch in das While rein, sieht, okay, ist ja gerade kein Lock, also geht er hier rein, erhöht das i um 1 und jetzt wäre es theoretisch auf 1 gesetzt. Er printet und dann springt der andere Thread von mir aus wieder ein und der sagt auch, ich bin ja schon hier, ich habe ja die While-Schleife schon fertig.
Also erhöhe ich i mal um 1 und printe. Ja, und dann ist aber i auf 2 und das ist natürlich einer zu viel. Das heißt, wenn wir hier unterbrochen werden, also wenn hier irgendwie von außen ein Signal kommt, dann haben wir geschissen und haben echt ein Problem. So, was man jetzt allerdings machen kann, ist wie gesagt diese Logs hier als Programmiersprachen-Feature sozusagen zu definieren. Das heißt, die Sprache muss tatsächlich auch irgendwie so eine Art Block einbauen. Also entweder synchronized oder sowas. Und was dann passiert ist, das Ganze funktioniert für euch automatisch. Das heißt, wir hatten es L genannt. L.acquire ist zum Beispiel jetzt die Python-Schreibweise und L.release. Und diese beiden Operationen sind jetzt wieder atomar. Das bedeutet, die können nicht unterbrochen werden. Semikolon jeweils. L.acquire holt euch sozusagen das Log und hier könnt ihr dann einfach sagen, okay, stopp, in dem Dingens hier bin nur ich, das heißt nur einer kann ausgeben und danach gebe ich das Log wieder frei und alle anderen können wieder machen, was sie wollen. So, gut aufpassen, was ihr mit diesen Logs macht, da können echt schlimme Sachen passieren oder einfach nur kompletter Bullshit. Ich mache mal kurz hier ein Beispiel und zwar, wenn ich hier oben schon das Log acquire und hier unten erst wieder release, dann habe ich klar die Ausgabe 01234567891. Und danach gebe ich das Log wieder frei für den zweiten Thread, der sagt dann auch wieder Log und dann 01234567891 und gibt es dann wieder frei. Das geht auf die Laufzeit, dann hätte ich das ganze Ding auch eigentlich hier im normalen Thread schreiben können, wäre wahrscheinlich sogar schneller gewesen, weil ich ja nicht diesen neuen Kontext erstellen musste und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr einfach alles loggt, dann hat Multithreading überhaupt keinen Sinn mehr, weil während dieses Log hier ist, läuft kein anderer Thread weiter, das heißt, er macht einfach gar nichts. Und deswegen macht es natürlich nicht unbedingt Sinn. Aber ja. Okay, aber wenn man es ganz normal benutzt, also so wie wir es gerade hatten, hier in dem Fall zum Beispiel, also L.acquire und L.release um dieses Print rum, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, eben genau diese Aktion hier atomar laufen zu lassen. Ja. Und das ist die leichteste Variante, in Anführungsstrichen, wie man eben dieses Synchronisieren erreichen kann. Und ja, dann schauen wir uns nächstes Mal noch ein bisschen was Komplexeres, glaube ich, dazu an und dann noch ein paar andere Sachen zu Threads und dann sind wir, glaube ich, erstmal durch mit Multithreading. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!